Einer meiner Vorsätze für dieses Jahr ist ja, mich etwas mehr zu belesen, und deswegen habe ich mich im Internet ein bisschen über ein paar unnütze Fakten schlau gemacht. Die möchte ich natürlich nicht ganz allein für mich behalten, deswegen teile ich sie jetzt mit euch. Go! Heringe kommunizieren durch Furzen. Oh Mann, wenn das bei uns Menschen so wäre. Boah, ich hab so Hunger. Ich sollte mir was zu essen bestellen. Anatidenphobie bezeichnet die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Ganz ehrlich, eigentlich würde ich über sowas ja lachen, aber seitdem ich weiß, dass Enten wirklich alles knallen, was einen Puls hat, und Erpel ihre Entenladies sogar an Gruppen vergewaltigen, kann ich das sogar ein Stück weit verstehen. Okay. Mizozzo emashome ameraro camora hora ya leshome le mozzo emong. Heißt in der südafrikanischen Sprache Sesotho 10:30. What the fuck? 10:30 sind gerade mal zwei Wörter. Dann möchte ich gar nicht wissen, was bei denen heißt, wie spät es ist. Jetzt stell euch mal vor, ihr wollt jemanden warnen, weil ein Auto auf ihn zufährt. Bis dahin ist er fünfmal überfahren worden. Sura! Ilabalavici! Karabala salavita tintong! Ilabalatula! Hilaralavulasne! Blub, blub, blub! What? Im Durchschnitt hat jedes Facebook-Mitglied 130 Freunde. Ich hab vorhin mal nachgeguckt und ich hab auf meinem privaten Facebook-Account gerade mal 62 Freunde. Ich kenne alle auch nicht so viele. Also dazu kann ich auch. Gewisse Wasserschildkrötenarten können durch ihren After atmen. Die atmen aus ihrem Arschloch. What the fuck, was ich drum geben würde, um aus meinem Arschloch atmen zu können? Ich könnte schnorcheln gehen und könnte die ganze Zeit meinen Kopf unter Wasser lassen, nur mein Arsch müsste rausgucken. Man könnte so viel Scheiße machen, wenn man aus seinem Arschloch atmen könnte. Aber stell dir mal vor, jemand, der aus dem Arschloch atmet, ertrinkt. Müsste man dem dann den Mund zu Arschlochbeatmung geben? Oh Mann, ey. Mein Gehirn, ich kann's nicht verhindern. Aber heißt es dann nicht auch, wenn die aus dem Arschloch atmen können, dass die damit essen? Hier. Nice. Okay, dann mal los. Ey, 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 nicht schmatzen. Also, ein bisschen benehmen muss ja schon sein, ne? Hör auf damit, Robby, hör auf damit. Die meisten Selbstmorde passieren montags. Okay, das ist echt scheiße. Aber Leute, Schildkröten können aus ihrem Arschloch atmen. Wie sieht das dann aus, wenn die kacken gehen? Dann kotzen die ja eigentlich. Ja, ich weiß. Schon gut, schon gut. Stell dir vor, ich halte die Haare zurück. Lass es raus. Lass es raus. Lass es raus. Ich schäme mich so, dass ich über so einen Scheiß lache. Das menschliche Gehirn besteht aus 80% Wasser. Das Traurige ist, dass ich bei manchen Personen wirklich glauben muss, dass deren Gehirn zu 100% aus Wasser besteht. Ja, wie deins zum Beispiel. Nee. Morologie bezeichnet die Lehre der Dummheit. Und wäre das ein Fach in der Schule gewesen, dann hätte ich eine 1+ mit Sternchen gekriegt, meine Freunde. Adolf Hitler hatte nur einen Hoden. Also, wenn dem wirklich so war, befürchte ich, dass es ja noch immer ein Hoden zu viel war. Sag mal, das bilde ich mir doch jetzt nicht nur ein, oder? Die früher beliebte Serie Verliebt in Berlin sollte ursprünglich Alles nur aus Liebe heißen, wurde aber aufgrund der ersten Buchstaben jedes Wortes geändert. So viel Arschloch, Anal und Ärsche in dieser Folge. I'm sorry. Leute, wenn euch die... Sag mal, was ist denn das? Das ist nur mal witzig hier. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich mega über einen unterstützenden Daumen nach oben freuen. Falls euch die Folge nicht gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen unterstützenden Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall hier im oberen Teil, hier da vorne, mal rein, denn dort steht mein letztes Video für euch zur Verfügung. Das untere Video könnt ihr auch anklicken, da kommt ihr einfach auf ein random Video von mir. Falls ihr keine weitere Folge von mir verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, hier unten den Abonnierknopf zu drücken. Und dann würde ich sagen...
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, dann machen wir das hier gerade mal aus. Okay. Nehme ich dir jetzt noch was mit? Erstmal kacken. Was zum Enten! Ihr Versagen ist geboten!